Pro Tag starten und landen an einem internationalen Großflughafen bis zu 1000 Flugzeuge. Nur mit Hilfe der Radartechnik kann ein gigantisches Chaos am Himmel verhindert und ein ordnungsgemäßer Flugbetrieb gewährleistet werden. In den Anfängen der Fliegerei gab es allerdings noch keine entsprechenden Hilfsmittel. Es wurde ausschließlich auf Sicht geflogen. Was in friedlichen Zeiten schon unbefriedigend war, konnte im Kriegsfall von entscheidender Bedeutung sein, denn Flugzeuge nahmen in den Plänen der Militärs eine immer wichtigere Rolle ein. Doch es existierten weder Navigationshilfen für den Einsatz bei schlechten Sichtverhältnissen noch ein akzeptables Frühwarnsystem. Die Posten waren auf Ferngläser oder akustische Antennen angewiesen, um herannahende Flugzeuge aufzuspüren. Radartechnik arbeitet mit den gleichen elektromagnetischen Wellen, wie sie auch in der Funktechnik Verwendung finden. In den 30er Jahren übermittelten leistungsstarke Sendestationen schon längst Nachrichten in die ganze Welt. Die meisten Schiffe waren mit Bordfunkgeräten ausgestattet. Funksignale wurden auf vielfältige Weise zur Informationsübermittlung eingesetzt. Der Tatsache, dass sie von Gegenständen reflektiert werden, wurde aber noch kaum Beachtung geschenkt. Radioempfänger waren in viele Haushalte eingezogen und versorgten die Zuhörer nicht zuletzt mit Unterhaltung. Die Grundlagen für das Radar wurden schon Ende des vorausgegangenen Jahrhunderts geschaffen. Der deutsche Physiker Heinrich Hertz erbrachte den experimentellen Nachweis, dass elektromagnetische Wellen die gleichen Eigenschaften wie Lichtwellen besitzen und sich wie diese reflektieren lassen. 1904 entwickelte der deutsche Ingenieur Christian Hülsmeyer sein Telemobiloskop, ein Gerät, mit dem er ein reflektiertes Funkecho empfangen und mit einer Glocke melden konnte. Obwohl er dafür sogar ein kaiserliches Patent erhielt, zeigte die Industrie kein großes Interesse und das Telemobiloskop verschwand in der Versenkung. Denn das Ziel aller Funktechniker, allen voran der Italiener Guglielmo Marconi, war damals die Weiterentwicklung der drahtlosen Telegrafie. Marconi gelang es 1901, über den Atlantik zu funken und in der Folge baute er ein weltumspannendes Netz von Funkstationen auf. In den 30er Jahren waren die Grundlagenforschungen in der Funktechnik schließlich so weit gediehen, dass auch der Gedanke, mit Hilfe von Funkechos Schiffe oder Flugzeuge aufzuspüren, wieder von vielen Wissenschaftlern aufgenommen wurde. Aufgeschreckt durch die politischen Umwälzungen im Nazi-Deutschland und durch die offensichtlichen Kriegsvorbereitungen wurde besonders den britischen Militärs bewusst, dass sie der entstehenden starken deutschen Luftwaffe im Kriegsfall so gut wie nichts entgegensetzen konnten. Wie sollte man sich auf der Insel gegen eventuelle Luftangriffe verteidigen? Anfang 1935 begann man daher in Großbritannien, den Aufbau der Luftverteidigung auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Unter der Leitung von Henry Tizard wurde ein Komitee ins Leben gerufen, das auch an Robert Watson Watt herantrat. Dieser hatte in den Jahren zuvor erfolgversprechende Versuche durchgeführt, um mit Hilfe von Funkimpulsen Gewitterwolken und elektrische Strömungen in der Ionosphäre festzustellen. Die Regierungsbeauftragten wollten ein Verfahren entwickeln, Radiowellen als aktive Waffe einzusetzen. In der Presse kursierte das Gerücht von Todesstrahlen. Berechnungen von dem engsten Mitarbeiter Watson Watts, Arnold Wilkins, machten diese Hoffnungen allerdings schnell zunichte. Wilkins und Watson Watt argumentierten in ihrem Bericht aber überzeugend, dass es möglich sein müsste, mit Hilfe von Funkechos herannahende Flugzeuge frühzeitig zu orten. Das britische Verteidigungsministerium reagierte umgehend mit der Bereitstellung der nötigen Mittel. Und nur 13 Tage später, am 25. Februar 1935, konnte das erste praktische Radarexperiment stattfinden. Als Sender wurde die BBC-Station in Daventry zweckentfremdet. Schon am Abend vor dem entscheidenden Versuch wurde die provisorische Empfangsantenne aufgebaut. Die Empfangsgeräte wurden in einen Transportwagen installiert und am nächsten Morgen waren Watson Watt und sein Team zum verabredeten Zeitpunkt bei der Antennenanlage.
Allzu viel Zeit blieb ihnen für die letzten Anschlussarbeiten nicht, da der Hayford-Bomber, der den Funkstrahl reflektieren sollte, schon im Anflug war. Alright. Die Anspannung der letzten Tage und Wochen konzentrierte sich nun auf einen Augenblick. Würde das Empfangsgerät ein Echo des Funksignals anzeigen, wenn der Flieger den Funkstrahl des Senders kreuzt? We've got it. Das Radar war damit endgültig geboren. Das Anzeigegerät der Empfangsanlage bestand aus einem Kathodenstrahloszillographen, der in der Lage ist, feinste elektrische Vorgänge zu registrieren und darzustellen. Als Medium dienten herkömmliche Radiowellen, die die BBC-Funkstation mit einer Wellenlänge von 50 Metern ausstrahlte. Der Hayford-Bomber kreuzte nun den Richtstrahl des Senders, wobei diejenigen Radiowellen, die auf das Objekt treffen, reflektiert und von der Empfangsanlage registriert werden. Schon die nächsten Anlagen nach dem erfolgreichen ersten Experiment in Daventry arbeiteten mit der Technik des Impulsradars. Statt des durchgehenden Funkstrahls werden einzelne extrem kurze Funkimpulse ausgesendet. Nach Aussendung des Signals beginnt der Elektronenstrahl der Kathodenstrahlröhre einen waagrechten Strich auf den Bildschirm zu zeichnen. In dem Moment, in dem ein Echo empfangen wird, zeichnet er einen vertikalen Ausschlag. So kann die Zeit zwischen der Aussendung und der Rückkunft des Signals exakt gemessen werden. Da sich elektromagnetische Wellen konstant mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, kann aus der gemessenen Zeitspanne die Strecke errechnet werden, die das reflektierte Funksignal zurückgelegt hat. Mit einer entsprechenden Skala ist es nun möglich, die Entfernung genau abzulesen. Durch die schnelle Abfolge der einzelnen Impulse erhält man auf diese Art ständig Informationen über die Entfernung des Messobjekts, solange es sich innerhalb des Radarsektors befindet. Inzwischen sprach man im nationalsozialistischen Deutschland offen von Krieg. Im September 1939 überfielen deutsche Truppen Polen und unter der todbringenden Flagge des Hakenkreuzes flogen deutsche Bomber noch im gleichen Jahr in Richtung britischer Küste. Doch inzwischen war das Radarnetz entlang der britischen Küste fast komplett. Die neuen Radaranlagen gaben neben der Tatsache, dass sich ein Flugzeug im Bereich des Senders befindet, auch dessen Entfernung, Flughöhe und Flugrichtung an. All diese Informationen liefen in Schaltzentralen, den sogenannten Filter Rooms, zusammen. Von dort wurden gezielt die jeweiligen Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die verheerenden deutschen Luft- und U-Boot-Angriffe konnten so durch den verstärkten Einsatz des Radars im Laufe des Krieges immer erfolgreicher bekämpft werden. Mit der Entwicklung des Magnetrons gelang den Briten der entscheidende Vorsprung auf dem Gebiet der Radartechnik. Die neuartige Hochleistungsröhre erzeugte hochenergetische Radarimpulse mit extrem kurzen Wellenlängen. Dadurch wurde die Konstruktion von kleinen, aber leistungsstarken Geräten möglich. Eingebaut in Flugzeuge bildete der stark gebündelte Richtstrahl, der jetzt um eine Achse rotierte, neben anderen Flugzeugen oder Schiffen auch überflogene Landschaften und Städte ab. Exakte Navigation bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen war nun kein Problem mehr. Seit 1945 hat sich an den Prinzipien der Radartechnik nichts mehr geändert. Der wichtigste zivile Einsatzzweck ist weiterhin die Überwachung des immer enger werdenden Luftraums. Durch das starke Ansteigen des Flugverkehrs ist eine exakte Kontrolle aller relevanten Flugbewegungen unabdinglich. Die Verfeinerung einzelner Bauteile und der Einsatz moderner Datenverarbeitung, besonders bei der Signalauswertung im Empfänger, führten dazu, dass der Flugbetrieb unabhängig von Witterung und Tageszeit weitgehend planmäßig eingehalten werden kann.
Moderne Sichtgeräte führen die dritte Dimension in die Flugüberwachung ein. Je nach Bedarf kann der Fluglotse die Situation über dem Flughafen sogar aus der Sicht der jeweiligen Piloten beurteilen. Der Wettlauf der Rüstungsindustrie führte auch im militärischen Bereich zu einer immer weiteren Perfektion des Radars. In seinen mobilen Varianten, innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit oder wieder verstaut, ist es aus keinem Verteidigungskonzept der Welt mehr wegzudenken. Das gleiche gilt für die lückenlose Überwachung riesiger Gebiete durch fliegende Radarstationen. AirWACS, vollgepackt mit modernster Elektronik, liefert alle relevanten Daten zur Aufklärung, aber auch für den Einsatz der eigenen Waffensysteme. Immer höher gezüchtete Militärtechnik fordert, den möglichen Feind im Visier, auch immer neue Gegenmaßnahmen. Der hochgeheime amerikanische Stealth-Bomber streut aufgrund seiner speziellen Formen die Radarsignale so stark, dass er für herkömmliche Radargeräte unsichtbar bleibt. Unsichtbar bleiben im Alltag für den Autofahrer oft die Radargeräte, die für Geschwindigkeitskontrollen eingesetzt werden. Dabei nutzt man einen besonderen Effekt der elektromagnetischen Wellen, den sogenannten Doppler-Effekt. Im Gegensatz zur Reflexion an einem starren Objekt verändert sich die Wellenlänge des reflektierten Signals, wenn sich das Objekt von dem Sender weg oder auf ihn zubewegt. Und zwar je nach der Geschwindigkeit des Messobjekts. Da die Wellenlänge des ausgesandten Signals bekannt ist, kann man aus der veränderten Wellenlänge des reflektierten Signals die Geschwindigkeit errechnen. In ganz anderen Dimensionen arbeiten die Beobachtungssatelliten in der Erdumlaufbahn. Neben ihren strategischen Aufgaben leisten sie wesentliche Beiträge zur Klima- und Umweltforschung. Diese Radaraufnahmen einer Ölspur lieferte der Satellit ERS-1. Mit jedem Impuls bildet er eine Fläche von 10.000 Quadratkilometern ab. Ob bei Tag oder bei Nacht, durch Wolkendecken und Nebelbänke hindurch, produziert er gestochen scharfe Bilder. Innerhalb von 100 Stunden hat er die Erde einmal umrundet. 35 Tage benötigt ERS-1 für eine komplette Bestandsaufnahme unseres Planeten. Seine Daten lassen sich vielfältig verwerten. Bei der Suche, eine Schiffspassage durch das Nordmeer von Europa nach Asien zu finden, unterstützt er die Schiffe mit aktuellen Eiskarten. Via Fax direkt in die Kommandobrücke. Im Regenwald des Amazonasbeckens macht er gerodete Flächen auf einen Blick erkennbar, selbst durch dichteste Wolkendecken. Die von ERS-1 produzierte Datenflut ist gewaltig. Pro Sekunde sendet er 105 Megabits zur Erde. Das entspricht 5600 Schreibmaschinenseiten. Das Radar liefert uns damit Informationen, um unsere Erde mit ihren komplexen klimatischen Verhältnissen besser zu verstehen. Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, das liegt allein beim Menschen.